Also das verstehe ich nicht. Nein, das verstehe ich nicht. Seit 5 Tagen habe ich ihn nicht gesehen. Vielleicht ist er krank. Schließlich muss man sich um ihn kümmern. Nanu, kein Rauch steigt aus dem Schornstein. Ist er vielleicht gar nicht zu Hause? Na, ich schaue am besten erst einmal durchs Fenster. Oh, was ist denn das? Lauter Bücher? Ja, was soll denn das bedeuten? Halt! Da rumort doch etwas. Natürlich ist er zu Hause. Also nein, jetzt muss ich doch einmal nach dem Rechten sehen. Ach, nein, so geht das nicht. Ich muss noch einmal im Buch nachlesen. Ja. Halt, hier steht es ja. 2 Leisten. 2 Leisten. Ja, nun weiß ich schon wieder Bescheid. Herr Fuchs, was machen Sie eigentlich hier? Ach, Frau Elster, ich muss doch sehr bitten. Sie haben eine Art, immer im unpassenden Augenblick zu kommen. Aber damit Sie nicht erst lange fragen und mich noch stören, ich baue einen Drachen. Jawohl. Nein, wie interessant. Dabei könnte ich Ihnen doch helfen. Nein, das können Sie nicht. Wie bitte? Ich sagte, Sie können mir nicht helfen, Frau Elster. Aber natürlich kann ich das, mein Lieber. Sie haben gar keine Ahnung, was ich alles kann. Na. Zum Beispiel hier die Leisten halten, wenn Sie nageln wollen. Es wird ja nicht genagelt, es wird geleimt. Aha, es wird geleimt. Und was ist denn hier im Töpfchen? Es riecht so eigenartig. Halt, Frau Elster, auch natürlich schon zu spät. Jetzt hat sie tatsächlich einen zugeleimten Schnabel. Och, und ich habe die Schere rein. Kreuzspinne und Kreuzschnabel. So helfen Sie doch. Ja, ja, so bleiben Sie doch stehen und halten Sie still. Natürlich. Sitzt er fest. Er sitzt fest. Och, das geht nur mit warmem Wasser. Hier ist es. Na, nun stecken Sie Ihren neugierigen Schnabel hinein und spülen Sie den Leim ab. Na. So. Das ist gut, was? Das schmeckt ja ekelhaft, Herr Fuchs. Also, wie konnten Sie das nur zulassen? Zulassen? Wenn Sie die Neugierde packt, Frau Elster, sind Sie ja nicht mehr aufzuhalten. Aber es funktioniert ja schon wieder, Ihr Schnäbelchen. Ja. Und nun kommen Sie schon und halten Sie die Leisten. Ich muss hier in der Mitte doch noch einen kleinen Nagel einschlagen. Na, ich müsste ihn ja eigentlich gar nichts mehr halten. Ja. Aber ich bin ja nicht so. Ach, oh. Verflixt, jetzt habe ich mir auch noch auf die Pfote gehauen. Ach, tut das weh. Ach. Na, zeigen Sie mal her. Das. Ach was, das ist gar nicht so schlimm. Ach. Wir kleben ein kleines Pflaster auf und schon ist die Sache behoben. Danke, Elsterchen. Gut, dass Sie hier sind. Na, sehen Sie, Herr Fuchs. Und unser Drachen sieht doch schon ganz lustig aus, nicht? Ja, was? Unser Drachen? Natürlich unser Drachen. Schließlich habe ich Ihnen ja geholfen. Und damit ist es unsere gemeinsame Arbeit. Und ich bin am großen Drachenflugwettbewerb auf der Märchenwaldwiese beteiligt. Ja. Wir werden sicher den 1. Preis bekommen. Das ist doch, das hätte ich mir denken können. Aber wir werden gar keinen Preis bekommen, weil unser Drachen keinen Schwanz hat. Ja, und ohne Schwanz kann ein Drachen schlecht fliegen. Das lassen Sie nur meine Sorge sein, Herr Fuchs. Ja. Ich werde durch den Märchenwald fliegen, zu all meinen Freunden und sie um eine Feder bitten. Unser Drachen wird einen prächtigen bunten Federschwanz bekommen. Ob das geht, Elsterchen? Natürlich. Ja, Sie könnten recht haben. Und außerdem müsste es gut aussehen. Ja, so ein Federschwanz wäre etwas ganz Neues. Und Modernes. Ja, ja, Sie sollten öfter auf meine Ratschläge hören, mein Lieber. Aber jetzt werden wir Schluss machen. Sie werden Ihre Pfote noch ein wenig schonen. Ja. Und morgen komme ich wieder vorbei und bringe Ihnen die Federn. Auf Wiedersehen, Herr Fuchs.
auf Wiedersehen, Elsterchen. Und kommen Sie nicht so spät. Ich werde mich beeilen, Herr Fuchs. Bis morgen. Das hört ja gar nicht mehr auf, so etwas. Habe ich einen Schnupfen oder vielmehr der Schnupfen? Der Schnupfen hat mich, wie der kribbelt in der Nase. Nein, und die Augentränen. Och, mir ist schon ganz schlecht. Ich hätte heute doch nicht aus dem Bau gehen sollen. Hallo, Herr Fuchs. Hier muss ich Sie nun endlich treffen. Och, die hat mir gerade noch gefehlt. Ihnen fehlt etwas? Och nein, wie kommen Sie denn darauf? Mir fehlt gar nichts. Ich sagte guten Abend, Frau Elster. Herr Fuchs, haben Sie hier dauernd genießt? Es schallte ja durch den ganzen Märchenwald. Ja, das war ich. Was ist hier reizend von Ihnen? Sie niesen mir beinahe auf den Schnabel. Haben Sie denn kein Taschentuch bei sich? Hab ich heute aus namensweise vergessen. Ja, vergessen. Und dann noch ausnahmsweise. Anscheinend fehlt Ihnen nun aber doch etwas. Ja, Sie sehen mir gar nicht gesund aus. Kommen Sie mal her und geben Sie mir Ihre Pfote. Aber niesen Sie mich bitte dabei nicht an. Frau Elster, was soll denn das? Ihre Pfote bitte, ich muss den Puls fühlen. Na also, da haben wir's. Sie haben Fieber, Herr Fuchs. Ja, Sie müssen schnell ins Bett. Ja, ich gehe ja schon nach Hause. Nein, nichts da, mein Lieber. Oh. Ich komme mit. Es ist ja wirklich mehr als leichtsinnig, mit so einer Erkältung hier herumzulaufen. Sie werden noch alle Märchenwaldbewohner anstecken, wenn ich jetzt nicht auf Sie aufpasse. Frau Elster, Sie brauchen wirklich nicht, mitzukommen. Ja, das könnte Ihnen so passen. Und Sie niesen weiter in der Gegend herum. Also nun kommen Sie schon. Ja. So, Frau Elster, es war sehr nett von Ihnen. Aber nun können Sie gehen. Jetzt, mein lieber Herr Fuchs, werde ich Sie erst einmal ins Bett packen. Sie machen ein Kamillendampfbad und dann werden Sie schwitzen. Oh nein, das ist zu viel, Frau Elster. Ich schwitze ja schon. Ich brauche jetzt nichts weiter als Ruhe. Ach, jetzt habe ich mich auch noch gestoßen. Och, das vergeht wieder. So, und nun legen Sie sich hin. Och, schubsen Sie doch nicht. Ja, jetzt können Sie gehen, Frau Elster. Herr Fuchs, Ihnen ist heute nicht gut und deshalb nehme ich Ihnen auch gar nichts übel. Und außerdem, ich habe noch nie gestört. Sie haben noch nie gestört, dass ich nicht... nicht lache. Sie stören mich. Jawohl, Sie stören mich. Ich weiß. Sie haben Fieber, Herr Fuchs. Legen Sie sich nur ganz ruhig hin. Die liebe Frau Elster wird schon für alles sorgen. Wo liegen denn Ihre Taschentücher? Im Schrank. Bei mir herrscht Ordnung. Aber wühlen Sie ja nicht in meinen Sachen herum. Ich habe ja schon ein Taschentuch gefunden. Gleich ist auch der Kamillentee fertig. Wenn ich noch nicht krank bin, diese Person macht mich krank. So, hier ist der Tee. Und nun wird ein Kamillendampfbad gemacht.
schön den Kopf über den Dampf halten und noch das Handtuch darüber decken. Na, das ist ja heiß. Aber natürlich, Herr Fuchs. Ah, Frau Elster, ich ersticke. Ich ersticke. Nun stellen Sie sich doch nicht so an, mein Lieber. Atmen Sie den Dampf ein, das hilft. Warum musste ich auch gerade Sie wieder treffen? Seien Sie froh, Herr Fuchs. Morgen sind Sie Ihrer Erkältung fast los. Und überhaupt, Sie müssen es gar nicht dazu kommen lassen. Ich weiß gar nicht, wo ich mich so erkältet habe. Abhärtung, lieber Herr Fuchs, Abhärtung ist das beste Mittel gegen Erkältungen. Morgens kalt waschen und dann 5 Minuten Gymnastik am offenen Fenster. Kalt waschen? Ja. Am frühen Morgen? Ach, das ist ja grässlich. Das ist nur eine Frage der Gewohnheit. So, Herr Fuchs, das Dampfbad ist beendet. Ach, dass ich das überstanden habe. Ja, und wenn Ihre Erkältung vorüber ist, komme ich jeden Morgen vorbei und wir machen dann gemeinsam Gymnastik. Och, das fehlte noch. Natürlich, Herr Fuchs. Sie werden bald merken, wie gut Ihnen das tut. So, schön zudecken jetzt und morgen komme ich wieder. Nein, Frau Elster, das ist wirklich nicht nötig. Ich fühle mich ja schon viel besser. Na, sehen Sie. Das macht meine gute Behandlung. Sie werden schon wieder schnell auf die Beine kommen. Aber vor allem achten Sie bitte darauf, dass Sie beim Niesen immer das Taschentuch vor die Nase halten. Wir wollen doch vermeiden, dass die Bazillen in der Luft herumschwirren. Ja, Taschentuch. Schwirren, mir schwirrt schon der Kopf. Ne? Gymnastik. 1, 2. Er schläft schon. Tatsächlich. Na, da kann ich ja auch abschwirren. Auf Wiedersehen, liebe Kinder.